Moin Leute und was geht? Wir sprechen heute über die Presets. Bevor die da waren, hat jeder rumgeschrien, hey, wir brauchen Presets, das dauert hier alles viel zu lang. Gib mal Presets, Alter! Und dann fragt man mal im Twitch-Chat und keiner nutzt sie richtig. In diesem Video zeige ich dir, wie du enorm viel Zeit sparen kannst, indem du einfach die Presets richtig benutzt. Und nicht so, wie es BSG vorgegeben hat, sondern so, wie es einfach Sinn macht. Viel Spaß dabei. Zuallererst möchte ich euch natürlich sagen, wie funktionieren die Presets überhaupt. Also ihr zieht euch einfach irgendwas an, was ihr spielen wollt oder was ihr speichern wollt. Wie zum Beispiel jetzt in meiner Geschichte hier, habe ich mir den Bambi Slayer angezogen, der natürlich total der Wahnsinn ist. Dann klickt ihr hier oben auf Save, ihr könnt dann den Namen eintickern, ihr klickt dann wieder auf Save und dann habt ihr schon das Preset gespeichert. Wenn ihr hier oben auf List of Equipped Kits draufklickt, dann habt ihr einmal Custom und Standard. Standard ist das, was vom BSG vorgegeben wurde und Custom ist das, was ihr quasi eingetragen habt. So, und wenn ihr die Presets richtig nutzen wollt, müsst ihr auf zwei Dinge meines Erachtens achten. Ihr könnt einmal euren Pouch, also quasi euer Secure Container, so ausstatten, wie ihr das gern haben wollt. Und das ist halt ganz, ganz wichtig jetzt an der Stelle. Ihr könnt jetzt quasi sagen, ich möchte nur Customs spielen. Dementsprechend könnt ihr euer Secure Container quasi nur auf Customs auslegen. Und dann könnt ihr sagen, ich gehe immer mit dem CMS rein, immer mit einem Alu-Splint, immer mit Golden Star und das Docs Case ist bereits ausgestattet mit den wichtigen Custom Keys und Rubel. Das könnt ihr für alle Maps machen und ihr braucht dann nur noch ein Docs Case. Ich kann jetzt das Docs Case einfach ändern, indem ich sage, ich möchte auf Shoreline gehen. Equip mir bitte Shoreline und zack, ihr habt die Shoreline Keys drin, kein Geld, weil wir es nicht brauchen für Shoreline und gleiche ist hier unten ausgestattet. Das ist zu Nummer 1. Wenn wir jetzt weitergehen, könnt ihr einmal den Pouch wegnehmen, könnt sagen, wieder Customs. Und was möchte ich jetzt spielen? Ich möchte jetzt gerne meine M4-Setup möchte ich jetzt gerne spielen. Ich klicke auf Equip, muss die Sachen noch kaufen, kauf die mal eben ganz kurz und sag anziehen. Und das Wichtige hier ist, ich mache das Setup ist ohne Pouch. Dementsprechend sage ich auf Equip und habe dann jetzt hier mein M4-Setup und kann einfach nur meinen Gamma-Container wieder reinziehen und bin ready für die Runde. Habe jetzt meine Shoreline-Keys eingepackt und kann sagen, alles klar, ich möchte gern meine M4 spielen. Sag, ich möchte mir eine M4 ausstatten, wenn ich jetzt gerade eine hätte. Zack, meine Body-Armor, zack, mein Kopf, zack und ich bin ready für die Runde. Und das Schöne daran ist, wenn ihr so richtig spitzfindig unterwegs seid, könnt ihr auch noch sagen, hey, mach mir unten M856A1 und mach mir oben 855A1. Zack, zack und das gleiche auch in dem Mac. Alles das, was ihr hier einspeichert, wird für immer gespeichert und das ist das Schöne an der ganzen Angelegenheit. Und dadurch, dass ihr hier diese Dropdowns habt, könnt ihr ganz einfach auswählen, okay, welche Body Armor oder welche Headwear oder welches Earpiece habe ich gerade zur Verfügung. Und das könnt ihr dann immer wieder auswählen. Und dementsprechend seid ihr super schnell unterwegs. Also im Fazit könnt ihr euch selber eure Presets irgendwie so zusammenreimen, wie es passt. Also bezogen auf Dog Cases, Sick Cases oder Quest-relevante Sachen. Ihr könnt auch nochmal zurückspulen. Ich habe zum Beispiel auch ein Preset für eine Quest, für die ganze Setup-Quest, damit ich mir immer meine Ushanka und meine Skeff-Weste nicht immer raussuchen muss. Da könnt ihr einfach mal kreativ werden und wenn ihr das Prinzip zwischen, hey, das ist mein Setup, das ist mein Gamma-Container verstanden habt, geht das alles ziemlich, ziemlich schnell. Viel Spaß dabei und Peace.